Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Gestern habe ich ein Foto gepostet vom Gebet, wo ich richtig knapp dran war durch den Straßenverkehr. Heute bin ich hier auf meinem Edeka-Gebetsplatz, weil ich gerade unterwegs war. So, und ich möchte euch einige Sachen erklären, weil mir ist gestern etwas nochmal bewusst geworden. Viele waren, voll begeistert, krass, ey, betet dann. Leute, das ist nichts Besonderes. Das ist das absolute Minimum, dass man, wenn die Gebetszeit kurz davor ist auszulaufen, ja, ich bin eher zu tadeln gestern, weil ich so lange gewartet habe, dass man dann betet. Ja? Das ist eigentlich das Normalste von der Welt. Und warum beten viele Leute nicht, wenn sie zum Beispiel draußen unterwegs sind? Erstens, weil sie sich nicht bewusst sind, dass das eine gravierende Sünde ist. Und das habe ich schon mehrmals erwähnt. Das Gebet, ja, ist eine der schlimmsten, nicht zu beten, ist eine der schlimmsten Sünden überhaupt. Eine der schlimmsten Sünden überhaupt. Es ist, und manche sagen dann, ja, ach ja, ich habe dann mal ein Gebet verpasst. Das Gebet ist zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben, das heißt, bestimmte Zeiträume. Das absichtlich in dem Zeitraum nicht zu beten, ist eine gewaltige Sünde. Und umso öfter du das machst, umso mehr Sünden hast du. Ja? Das heißt, wenn du 5 Mal am Tag nicht in der Zeit betest, hast du 5 riesengroße Sünden. So ungefähr, als wenn du ins Bordell gehst. Noch schlimmer. Noch schlimmer. Und das möchte ich hier nochmal sagen. Das ist eine Katastrophe. Ja. Und dann, weil viele einfach unwissend sind. Unwissend bezüglich der Regeln des Gebets und sich viel zu kompliziert machen. Ja, als Frau, ja, aber als Frau werde ich gesehen. Es macht das Gebet nicht ungültig, als Frau gesehen zu werden. Aber natürlich sucht man sich lieber einen ruhigen Ort, wie hier zum Beispiel der Parkplatz, wo gerade nichts los ist, wo man seine Ruhe hat. Ich habe gerade keinen Mensch gesehen. Auch ich als Mann. Ich einfach meine Ruhe haben will. Ja, ich habe keinen Bock, während dem Gebet, dass Leute vorbeikommen, am Labern sind und meine Konzentration rausbringen. Ja, so. Dann, Leute, gestern schreibt einer, ja, aber was ist, wenn ein Hund da lang gelaufen ist? Wenn ein Hund da dran gegangen ist, dann macht dem Gebetsort nicht nichts. Der Hund muss etwas von sich, von seinem, da muss etwas von ihm bleiben. Urin, Kot, Haare, etc. Zweitens, es kommt danach Regen. Du guckst also, ist der Ort, wo du betest, ist da irgendwas dran? Ist da Urin? Ist da Kot? Ist da Blut? Ist da irgendetwas? So. Selbst ich habe jetzt hier einen Teppich, was einfach gemütlicher ist, braucht man nicht. Ich hätte doch einfach hier so beten können. Da hätte ich jetzt keinen Teppich dabei gehabt. Aber es ist eine Organisationssache, hätte ich das doch gemacht. Dann fragen Leute, ja, was ist mit Wasser? Leute, Wasser gibt es überall. Wasser gibt es überall. Ja, was ist mit auf Toilette sauber machen? Ja, nehmt ihr Feuchttücher mit und da gibt es auch Wasser. Macht es euch nicht kompliziert. Das Gebet nicht zu beten ist eine absolute Katastrophe. Ich wünsche euch was, liebe Geschwister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.